Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 9. Ich muss ja auch Spiel angehen. So, weiter geht's. Wird auch mal Zeit, dass ich weiter aufnehme. Blindblumenpension. So. Aufnahme läuft. Ich wollte ja Mockmembat prüfen. Ein Brief für Sidan Kupo. Von Ruby an Sidan. Kommt ihr Bomber wieder nach Alexandria zurück? Alleine. Es ist hier so langweilig. Da es eigentlich nicht, da ich beschlossen habe, in der Seitenstraße ein Kleinkunsttheater zu öffnen. Naja, eigentlich war das ja die Idee von diesem Wirt. Der hat doch für New York seine Kneipe an den Nagel hier hängt und mich auch dazu überredet. Eine Freundin von dir macht ein Theater auf? Klingt nach viel Spaß, Kupo. Okay, dann war's das. Ich hätte so gerne einen Brief. Hier war nichts gut. Dann weiter. So, mit dem muss ich nicht reden, das kann ich getrost weglassen. Ja, das interessiert mich ein Scheiß. So, weiter hoch. Dann schaue ich mal, was ich mal so brauche und dann kaufe ich das ein. Und zwar hier rechts. Erstmal gucke ich hier oben nach. Der da hinten sieht aus wie Seitenstraßen-Jack. Oder wie auch immer ihr hier heißt. So, wenn ich mich richtig erinnere, war der Laden hier mit den Waffen schmieden. Wenn du es beim Jagdfest auf die vorderen Ringe bringen willst, brauchst du meine Waffen. Ach, hier war das mit dem Kaufen. Scheiße, wo war denn da der Schmied? Hier verkaufen. So, Elixier. Nee, das nicht. So, ich kann ich verkaufen. So, kann ich jetzt was kaufen? Fehlt noch ein wenig. Ach, verdammt wieder. Mist. Ich hoffe, mein Geld reicht nachher noch. Obwohl, ich brauche noch mehr Geld. Sollte jetzt aber reichen. Und ich hoffe, dass ich nicht bereuen werde. Da war vielleicht der andere hier, der Schmied. Verdammt. Ich hasse, wenn ich Sachen durcheinander bringe. Hä? Nein, 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 da wollte ich nicht hin. Dann, wo war denn da der Schmied? Dreck. War das vielleicht hier? Auch nicht. Ach, die Brain-Puppe. Scheiße, wo war der Schmied? Was treibst du da? Das Feuer ist viel zu stark. Du lernst es wohl nie, was? Die Qualität der Waffe hängt maßgeblich vom Feuer ab. Es darf weder zu stark noch zu schwach sein. Sei still, wir haben Kundschaft. Nur mit deinem Mundwerk, da bist du gut. Toll, da guckt man extra noch und verpeilt trotzdem, wo das ist.
Und wie geht's dir so? Kann ich dir was für das Jagdfestival anfertigen? Ja. Verdammt, ich hätte den Dolch nicht verkaufen sollen. Egal. So, was kann ich mit den neuen Sachen anfangen? Schwertseele. Bringt auch gut Angriff. So. Wunderbar. So, Ability. Was macht Weihrauch eigentlich? Fügt unter und immensen Schaden zu, das brauche ich noch nicht. So, das kann ich wegmachen. Ach, wenn ich schon frei habe. Hast du schon die Sache mit Alexander gehört? Das theatrische Vater dort eine wahnsinnige Explosion ausgelöst und ist fast über die Stadt abgestürzt. Überhaupt, seit die Brain da auf dem Thron sitzt, hört man ja nur solche Katastrophenmeldungen. Hm. Naja, so. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Scheiße, hab ich Zeit verschwendet. Vivi geht einkaufen. Und was ist das hier für eine Nuss? Riecht süß und sieht schmackhaft aus. Ich kaufe mal eine. Hier in dem Geschäft Lindblums gibt es lauter seltsame Sachen. Kann man das essen? Sieht jedenfalls ungefähr so aus wie die Käferkrapfen, die Großvater immer gebacken hat. Alices Itemladen. Heute letzter Tag des Jagdfestivals Schlussverkaufs. Toll, ein Festival. Entschuldigung, ich hätte gerne das hier. Ich nehme an, du hast ein paar Mokris als Freunde, oder? Warum denn? Weil das eine Kuponus ist. Für Mokris die größte Delikatesse. Ach so ist das. Das wusstest du also gar nicht? Naja, da es die letzte ist, die ich habe, schenke ich sie dir, weil du so wahnsinnig süß bist. Herz. Danke. Kuponus erhalten. Übrigens, was denn das Jagdfestival? Ach, die lassen da ein paar Tiere in der Stadt frei und... Toll, ein Tierfestival! Das klingt nach Spaß. Vielen Dank! Hoppla, wo ist er denn hin? Tiere schön und gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere. Joa... Gehen wir mal ins Theaterviertel. Boah, ich glaube, dass ich da hin muss. Naja, hätte mich vielleicht auch nochmal vorbereiten sollen. Hätte ich diese Fehler nicht gemacht. Ja, was soll's. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Wie konnte ich nur alles zurücklassen? Es ist schon so spät. Was Vivo jetzt macht? Active Time Event. Was kann ich tun? Der Klang dieser Glocke. Da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendwas für euch tun?
Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin untröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es sieht nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin. Also bitte, verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. Nein, ich kann hier nicht einfach so herumsitzen, so erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind hüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. So, im Gegensatz zum letzten Mal habe ich mir noch was zu trinken bereitgestellt. Da bist du ja! Hurra, er ist wieder da! Also, dann gib mal Bericht ab, schließlich gehören wir zu Tantalus. Hä? Ja, Onkel Bark sagte nämlich... Klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Das sieht mal her. Rakatus Flügel, das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung. Jetzt gehören wir zur Bande. Juhu! Und verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnet ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagte eben nie. Und schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide Daumen. Ja, alles Gute. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Gil? Na toll. Mini-Bummis hier halten. Sieht aber echt aus wie die Garnet-Puppe, aber das kann ja nicht sein, die waren ja noch nicht hier. Mein Schloss zurück. Schloss mit Blumen. Das mit dem Dolch war zwar fail, aber scheiß drauf. Dann hab ich's halt vergeigt. Hey, 30 Minuten schon. So, rein da. Was liegt an, Steiner? Okay, steckst da vielleicht wieder du dahinter? Sag mir sofort, wo die Prinzessin ist. Jetzt mach erstmal halblang. Ich bin doch gerade erst zur Tür rein. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten hatte, in diesem Zimmer zu bleiben. Kein Grund auszurasten. Sie macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so. Welch leichtsinnige Unvorsicht. Schon auf der Reise nach Lindum war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt. Und nun auch noch ein Spaziergang in dieser riesigen fremden Stadt. Noch dazu alleine, wenn ihr etwas zustoßen sollte. Aber mit dir kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Ich werde die Prinzessin also selbst suchen gehen. Dich mal ein, Kleiner. Kristallarmreif. Äther halten, schön. Hab ich wieder mindestens Nachschub. Mognet irgendwas? An Mog einen Brief überreichen. Ein Brief von... Kumop, hurra, hurra, vielen Dank, Kupo, tausend Dank, Kupo.
Stilskin hat mich besucht, Kupo. Er sagte, er hätte einen Ort entdeckt, wo es lauter interessante Dinge gäbe. Und dass er da hingeht, Kupo. Und dann war es auch schon wieder weg, Kupo. Aber wo genau ist jetzt eigentlich hin, Kupo? Lass mich wissen, wenn du etwas weißt, Kupo. Oh, Stilskin, Kupo. Stilskin, Kupo. Ob er wohl nach Limpum ist, Kupo? Eine Bitte, Kupo. Gib diesen Brief an Atura. Gerne. Danke, Kupo. So, dann speichere ich mal. Speichere, Kupo. So, 11. Das heißt, ich habe noch 4 frei. Ich bin nicht verrechne. 12, 13, 14, 15, ja. Nichts. Ich freue mich gleich auf den Gesang von Lili. Finde ich schön. Lili, du treibst nicht bloß rum. So, jetzt müsste es gleich kommen. Dieses Lied, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Die Stimme von Lili. Es kommt auf jeden Fall von oben. Dann muss ich mich mal hier aufhalten lassen. Hier könnt ihr nur mit ausdrücklicher Erlaubnis seiner Exzellenz passieren. Schöner Mist, wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, komme ich an dem Typen da nicht nach oben vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankommen würde, ließe er mich sicherlich einfach so durch. Gut, dann wecken wir mal den. Klaue seine Kleidung und dann weiter zu Lili. Hey, schnell, wach auf! Wer, wie, was, wo? Da oben treibt sich ein paar verdächtige Kerle rum. Was? Wo? Zeig mir wo. Klar, komm mit. Nicht dort, hier in dem Zimmer. Sein Text wurde automatisch eben gerade weggemacht. Na wartet, elendes Räuberpack. Hey, was soll das? Lief ja wie am Stückchen. Hey. Diese Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen, ohne dass mich irgendjemand verdächtigt. Hey du da, was treibst du da? Jetzt erwische ich dich schon das dritte Mal beim Dösen. Uff, das ist ja beinahe ins Auge gegangen. Gut, wenn ich... Ich bin hoffentlich auf dem richtigen Weg. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ein wunderschönes Lied. Wie hast du das bisher raufgeschafft? Hey, das war eine meiner leichtesten Übungen. Ja, richtig. Sich in ein Schloss einzuschleichen, das sollte für dich keine Herausforderung sein. Nanu? Boah, ist das hoch. Sieh mal, wie klein die Stadt von hier oben wirkt. Hey, hier gibt es ja ein Fernrohr. Los, Lili. Da müssen wir durchgucken. Komm schon. Luk, Luk. Ein Fluss, der direkt am Südentor vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südentor.
Hey, ich kann das Siebentor sehen, ob die wohl schon mit den Reparaturen angefangen haben? Das Tor haben wir jetzt ziemlich schrottreif gemacht, das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Dort ist ja ein Schokobo. Ob es in diesem Wald wohl strahlende Schokobos gibt? Bumisia wird von diesem Gebirge umgeben. Um nach Bumisia zu gelangen, muss man wohl diese Höhle am Bergfuß durchqueren. Ich bin mir sicher, dass in diesem Morast irgendetwas haust. Wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir ja mal einen kurzen Abstecher machen. Hab ich was übergesehen? Das habe ich schon gelesen. Dort ist der Jackbo, ja, das hatten wir auch schon. Hinter diesen Bergen liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen die nach uns. Lass mich doch auch mal durchsehen. Und was sagst du zu der Aussicht? Falle ich ein zur Last? Onkel Sid wusste alles. Und er hat Tantalus mit meiner Entführung beauftragt. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge, alle anderen sind mir immer einen Schritt voraus. Immer. Was hast du, Lili? Sieh dann. Warum hast du mich eigentlich bis nach Lindblum begleitet? Hat es dir dein Chef vielleicht befohlen? Nein, hat er nicht, Lili. Weil ich dir helfen wollte, verstehst du? Niemand hat mir irgendwas aufgetragen. Im Gegenteil, der Chef war sogar noch dagegen, weswegen ich aus Tantalus ausgetreten bin. Was? Entschuldige, das wusste ich nicht. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem ist es ja nicht das erste Mal. Sieh dann. Hm? Hast du etwas gesagt? Aber wie wolltet ihr mich eigentlich entführen? Ihr wollt nicht mit Schafkopf betäuben, weißt du? Das ist zwar eigentlich für Kinder, aber in hoher Dosis verabreicht hilft auch jeder Erwachsene in den halben Tag. Aber da ich freiwillig mitkam, war es ja nicht nötig, mir das Kraut zu verabreichen. Würdest du dir etwas ausmachen, mir etwas von diesem Schafkraut abzugeben? Ich schlafe dieser Tage nicht so gut. Es ist aber nicht empfehlenswert, auf Medizin zu vertrauen. Wenn du willst, könnte ich dich hier ja nachts in den Schlaf wiegen. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Naja, ich meinte auch bloß, eigentlich wollte ich sagen. Hm? Ach, passt schon. Sag mal, dieses Lied da gerade. Das hast du doch in Dali auch schon gesungen, oder? Hm, ja. Ich habe dich damals geweckt, nicht wahr? Ich mag das Lied. Wie heißt es eigentlich? Ich weiß selber nicht genau, wo ich es her habe. Auch nicht, wie es heißt. Aber immer, wenn ich traurig bin, dann singe ich es. Dann fühle ich mich gleich besser, ja. Ich fühle mich dann nicht so... mehr so alleine, fühle mich irgendwie stark. Schon ein eigenartiges Lied. Singst du es noch einmal für mich? Hm. Wirklich eine vortreffliche Rüstung. Und dazu noch in meiner Größe. Soll ich oder soll ich nicht? Ach, ich bin immer so unentschlossen beim Einkaufen. Man kann nie wissen, wann Brain uns eingreift. Da sollte man schon für den Ernstfall gerüstet sein. Unerhört, die Königin wird niemals einen Krieg anfangen. Du weißt nicht, was du da redest, aber du irrst dich in ihrer Majestät. Und wer bist du das so genau wissen willst? Ich bin nur ein Rüstungssammler auf der Durchreise. So ist das. Da du ja Ahnung zu haben scheinst, welche Rüstung würdest du mir dann empfehlen? Ich bitte mich zu entschuldigen. Marschiert, Pluto-Soldaten! Was sind das denn für Figuren? Die habe ich noch nie gesehen. Die hast du wohl irgendwo auf der Straße gefunden. Pah, diese albernen Witzfiguren haben keine Chance gegen Sids Luftschiffflotte. Mit Luftschiffen ist unfair. Spiel nie wieder mit dir, Poncho. Hey, war doch nicht so gemeint. Komm zurück.
kündige ich Miniaturen. Im Übrigen, ich habe das nicht so, so schnell weggedrückt. Diese Schwarzmagier waren wie diese leblosen Miniaturen. Der Himmel scheint zu leuchten. Ist das ein Vorzeichen für etwas? Ich würde auch gerne so von Dach zu Dach springen können. Überhaupt so weit springen. Freddy, du kannst bestimmt Eva spüren. Aber wo bist du nur, Geliebter? Ich sag dir doch, dass ich dich brauche. Boah, ist ja geil, so voranzuspringen. Gut. Diesmal geht nichts schief, Zirp. Leider ist es wieder schief gegangen. Unmöglich, Zirp. Es ist hoffnungslos. Mehr als 10 Minuten läuft der Antrieb nicht. Warum nur? Ich bin nicht nur mit dem Körper einer Juckzippe, sondern auch mit deren Verstecken gestraft. Zirp. Du, Lilly. Wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Wie meinst du das? Was? Ach so, den Spruch habe ich doch bei einer in der Bar schon. Dann hat das mit mir ja anscheinend nicht viel zu tun. Jetzt seid doch nicht gleich eingeschnappt. Pa, warum soll ich eingeschnappt sein? Ist doch in Ordnung, wenn der Herr sich mit irgendwelchen Milch in der Bar amüsiert. Das hat gesessen. Wie auch immer, wenn ich das Jagdfest wieder gewonnen habe, dann gehst du mit mir aus, okay? Und warum sollte ich das tun? Na los, gib dir einen Ruck. Gut. Fein, dann ist also abgemacht, Lilly. Danke. Egal wie traditionell dieses Fest wieder auch sein mag, ein bisschen zu martialisch, ja, finde ich es schon. Vor allem dieses Riesenviech hat ja schon einige Teilnehmer auf dem Gewissen. Aber das ist doch gerade der Reiz daran. Es ist eben nur was für echte Männer. Das ist die letzte Fuhre für das Einkaufsviertel. Damit wären dann alle Vorbereitungen abgeschlossen. Gut, dann warten wir also nur noch auf das Zeichen von oben. Ich habe verstanden. Es scheint, als wären die Isigrim unplanmäßig früh losgelassen worden. Was soll das, Minister? Umberta hat doch noch nicht den Befehl gegeben. Ich glaube, in wenigen Minuten lassen die oben auch diesen Riesen frei. Gut, bevor der hier vorbeikommt, lassen wir unsere Mus los. Schnell. Ich hasse, wenn Text verschwindet, bevor ich lesen kann. Alles bereit zum Freilassen. Warte auf mein Zeichen. Dieses Biest dieses Jahr ist ein unglaublicher Brocken. Der macht sie alle fertig. Wow. Willst du raus, mein Kleiner? Nein, halt auf damit. Es ist doch zu früh, rauszulassen. Ich kann ihn nicht mehr beruhigen. Der hat seinen eigenen Willen. Verflucht! Mach sofort das Tor auf. Der reißt uns hier noch die Mauern ein. Tob dich aus, mein kleiner Zagnar. Sieh, dann kommt ganz schön spät. Ein bisschen Abwechslung tut manchmal ganz gut. Ja. Ob sie dann wohl besser geworden ist? Alter, der Text geht automatisch wieder weg. Tut mir leid, Leute. Hatte noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Jetzt darf ich wieder drücken. Gut, jetzt wo wir vollzählig sind, erlaubt mir die Regeln zu erklären. Jagdfestival. Die Stadt wird zu deinem Jagdrevier. Und deine Beute sind unherstreunende Monster. Je fetter deine Beute, desto mehr Punkte gibt es auch. Sammle so viele Punkte, wie du kannst und weit man teil. Jagdfestival. Das Zeitlimit beträgt 12 Minuten. Innerhalb dieser Zeit dürft ihr jederzeit die Lufttaxen benutzen. Wer einen Kampf verliert, scheidet aus. Den Gewinner winkt ein Preis seiner Wahl und der Rang des Jägers. Wirst du der neue Meisterschütze? Wisst ihr schon, was der Preis eurer Wahl sein soll? Nur Bares war es, daher ein dicker Batzen Gil. Ich entscheide mich für was, das war's. Und ihr, Vivi? Was? Ich mache auch mit? Na klar, ich dachte mir, das ist genau das Richtige für dich und habe dich eingetragen. Mit deiner Schwarzmagie ist dir der Sieg doch schon so gut wie sicher. Aber wieder mal typisch für dich, mein Bester.
Ach ja? Wenn du gewinnst, Vivi, dann arrangiere ich eine Verabredung mit Lili für dich. Eine Verabredung mit der Prinzessin? Psst, nicht so laut. Was? Wie? Habe ich da nicht gerade was von Prinzessin und Verabredung gehört? Was willst du da wieder im Schilde, Kerl? Nichts, absolut rein gar nichts. Stimmt doch, oder Vivi? Stimmt, genau. Nun, wie sieht es denn aus? Na gut, als Preis nehme ich Karten. Wunderbar, geh, als schwarze Karten also. Nur noch wenige Minuten bis zum Start. Begebt euch bitte an eure Startposition. Sie dann ins Theaterviertel, Freya ins Industriegebiet und Vivi ins Einkaufsviertel. Gut, dann gehen wir mal.